Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 7. Juni. Unsere Tagessiegel für heute sind das erste Siegel, das fünfte Siegel an Yulu als erstes Siegel. Dann haben wir wieder Anada, genau wie gestern, als zweites auftauchendes Siegel. Und als drittes haben wir das zweite Siegel Balanda. Wunderbar. Ja, heute dürfen wir uns einmal mehr sicher fühlen, und zwar sicher. Heute geht es darum, sicher im Ausdruck, sicher im Zeigen, sicher im Leben dessen, wer du bist, wirklich auch in der Abgrenzung und im Schutz dem Du gegenüber. Ja, es gibt ja so viele bedürftige Menschen, es gibt so viele sogenannte Energieräuber, und oftmals haben ja viele Menschen, die meine Videos anschauen, so dieses Mutter-Teresa-Syndrom. Erstmals kommen alle anderen und dann komme ich. Ja, und was mich sehr fasziniert hat, war mal ein Beitrag eines Mannes, der gesagt hat, ihr müsst euch das mal reinziehen. Meine Frau hat 7 Kinder und sie sagt, erstmal kommt sie, bevor ihre Kinder kommen. Und wie weise das ist, ja, wenn man so eine Verantwortung hat, ja, wirklich so für so viele kleine Seelen zunächst mal sorgen zu dürfen, ist, glaube ich, jedem klar. Das kann man wirklich nur, wenn man selbst oder wenn Frau in dem Falle wirklich selbst gut genährt ist. Und damit haben wir häufig einfach eine Verletzung und ein Problem. Ayuna hilft uns dabei, alles, was unseren Selbstausdruck verletzt hat. Anjolu ist der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Und alles, was deinen Selbstausdruck blockiert und behindert, das darf einfach in die Heilung gehen. Ja, und oftmals manifestiert sich das ganz intensiv auf Körperebene, wenn man wirklich im Hals, Nacken, Bereich Verspannungen hat, Schmerzen hat, wenn man diesen Kloß im Hals hat, sich immer räuspern muss, ja, und das Gefühl hat, das, was ich den Menschen zu sagen habe, das interessiert sowieso keinen. Das sind alte Geschichten, die wir vielleicht als Baby erlebt haben, weil wir durchgeschrien haben, der ein oder andere wurde einfach nicht gehört, aber auch, wenn zum Beispiel eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Und das ist mir heute sehr wichtig, weil viele Menschen glauben einfach, indem sie grenzenlos alles mit sich machen lassen, dienen sie anderen. Ja? Aber in dem Moment, in dem ich einen gesunden Eigenschutz aufbaue und sage, hier bin ich zu Ende und da fängst du an. Ja? Und in meinem heiligen inneren Raum hat niemand was verloren. Das ist mein Bereich, mein heiliger innerer Raum. Und wenn du diesen heiligen inneren Raum schützt, dann stößt du niemanden weg. Im Gegenteil. Ja, weil in dem Moment ermutigst und ermächtigst du auch andere Menschen, es dir gleich zu tun. Und gleichzeitig gilt ja immer das Gesetz der Harmonie. Das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an. Das haben wir auch schon oft besprochen. In dem Moment, in dem mein Energiefeld gut genährt und gut geschützt ist und mein Licht hell leuchtet, kann jeder in meine Nähe kommen und sich daran erwärmen und sich hochziehen, ohne dass er mich leersaugt, ohne dass ich davon ausgesaugt werde. Ja, und das ist einfach auch unsere Aufgabe, unser Feld zu schützen und dadurch die Menschen in ihre Eigenverantwortung wieder zu, nicht zu zwingen, aber zu schicken. Ja, weil was ist denn das für eine Lernaufgabe, wenn ein Mensch einfach immer dahin geht, wo es bequem ist und sich ernährt und sich dann einfach, sag ich mal, auskotzt, ja, bis es ihm wieder besser geht, und dann hört man sich geduldig an, was er zum 100. Mal erzählt, aber der Mensch übernimmt so nicht die Eigenverantwortung für sein Leben. Und wenn du dein Energiefeld schützt, ja, so dass er sich in deiner Gegenwart gut fühlt und auch seine Schwingung dadurch steigt, ohne dass deine, dass du dich ausgesaugt fühlst, dann spürt der Mensch plötzlich auch wieder seine eigene Verbindung, ja, und kann einfach sich selbst um seine Angelegenheiten kümmern, ja, und dann dient es der gesamten Menschheit, wenn wirklich jeder Mensch immer mehr lernt, die Eigenverantwortung für seine Programme zu übernehmen. Ja, das ist auch so ein Stichwort Co-Abhängigkeit. Ja, dass oftmals Menschen lange, lange Zeiten in Partnerschaften verharren, weil sie glauben, sie müssen den anderen retten. Ja, sie müssen, das hatte ich auch mal, ich muss den gesund lieben. Ja, der Arme, ich sehe die Seele, ich sehe die verletzte Kindheit und alles, was dahinter steckt.
Ja, und im Endeffekt nehme ich diesen Menschen dann in dem Moment, ja, dem ich als so bedürftig erachte, dass ich bei ihm bleiben muss, obwohl ich salopp gesagt die Schnauze voll habe, nehme ich seine Wachstumsmöglichkeit. Ja, ich übernehme Verantwortung für etwas, was gar nicht mein Business ist. Und es ist oftmals so, wenn eben dieser Anjolu-Seelenanteil fehlt, weil vielleicht in deiner Kindheit Grenzen überschritten worden sind, weil andere deine Grenzen nicht respektiert haben durch, ja, keine Ahnung, wenn ein Kind zum Beispiel nicht schlafen durfte, weil es schlafen musste, ja, weil es immer mithelfen musste. Das sind so ein bisschen die Älteren von uns, die das einfach noch kennen, dass man nicht diesen geschützten Rahmen hatte, dass es ständig Krise und Stress gab bei den Eltern und dass man einfach kein Kind sein durfte. Sexueller Missbrauch ist sicherlich Misshandlung, sind die extremsten Fälle, ja, wenn die Eltern mit ihrem Kram sozusagen die Kinder belastet haben, dann sind es auch Grenzüberschreitungen, weil sie etwas in das Kind hineingegeben haben, was nicht das Business von dem Kind ist. Das ist auch eine Grenzüberschreitung, ja, wenn jemand versucht, ständig dir die Verantwortung für irgendetwas zuzugeben. Wenn sowas passiert ist in einem kleinen Kind, das noch gar keine Grenzen sich selber setzen kann, weil es darauf angewiesen ist, dass die Grenzen geschützt sind von den Erwachsenen, von denen das Kind vertraut, dann fehlt oft diese Fähigkeit, einfach Grenzen zu setzen. Und dann fehlt schlicht und ergreifend der Schutz. Und das kann wirklich bis hin zu Co-Abhängigkeiten führen, dass man anfängt, das Leben anderer zu leben und nicht mehr das eigene. Anjolu hilft, wenn ein Teil der Seele fehlt, genau mit diesem Thema. Der Eigenschutz, die Grenze, die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und die eigene Wahrheit auszusprechen, hat immer etwas mit Grenzen setzen zu tun. Und Grenzen sind Schutz. Und Anada hatten wir gestern. Vergrößert unseren Schutz. Anada ist die Sicherheit, es ist das menschliche Urvertrauen. Egal was ist, mir geschieht nichts. Ich bin sicher, auch wenn ich Grenzen setze. Ich bin geliebt, ich bin behütet, ich bin beschützt. Und wenn ich sage, das ist mir jetzt zu viel, das übersteigt jetzt meine Kraft, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, bitte kümmere dich um deinen Kram alleine oder was auch immer, dann kann ich nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ja? Je mehr ich mich zeige, je mehr ich Grenzen setze, je mehr ich mich selbst lebe, umso mehr bin ich geliebt. Darum geht es. Und dann hilft uns das, Balanda dabei, wirklich in unseren Beziehungen auszudrücken, dieses Geschütztsein, dieses Sichersein, diese Grenzen. Ja, dass wir wirklich uns befreien können, wenn Co-Abhängigkeiten da sind, wenn wir glauben, etwas für einen anderen tun zu müssen, weil es ihm dadurch besser geht. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht mehr anderen Menschen helfen dürfen. Das ist auch meine absolute Erfüllung, aber nicht bis zur Selbstaufgabe. Erst kommst du und dann kommen die anderen. Und dann können wir wirklich befreite Beziehungen leben, dadurch, dass wir Grenzen setzen. Und dieses Bewusstseinsfeld der Befähigung und Ermächtigung, deine Grenzen zu setzen und zu leben, damit du befreite Beziehungen leben kannst oder jeder, der das eben nicht kann, dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt gerne mit dir und mit allen lieben Verbundenen initiieren, indem wir, welchen meiner Freunde nehme ich heute, den Lemuria-Kristall, ein Isis-Kristall, dieses Bewusstseinsfeld mit den Siegeln gemeinsam initiieren. Om Anjolu, Om Anada. Om Balanda, Om Anjolu, Om Manada, Om Balanda, Om Anjolu, Om Manada. Om Balanda, Om Anjolu, Om Manada, Om Manada. Ich weiß, ich habe gerade die letzten zwei Siegel vertauscht. Verzeiht mir. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, an dem du dich mit deinen Grenzen, die du spüren darfst, sicher fühlst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest,
findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.